Die Nuss der Woche Nummer 13. Tierheim unter Verdacht. Schüler erstellen Account. Wer ist die neue Weinkönigin in Bayern? Tierheim waren in der Vergangenheit schon überfordert. Das ist heute auch noch so. Vor ca. einem Monat sind Bilder von Plastiktüten von liegenden Katzen in Landkreis Ansbach aufgetaucht. Gegenüber dem BR wurde bestätigt, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Aus Ermittlungsverfahren wurde nichts erwähnt, gegen wen sie genau richtet. Aus dem Kreise der Tierheim Ansbach hat sich ein Mitarbeiter anonym an der BR und der Polizei geäußert, dass sich was im Tierheim ändern sollte. Vor dem Tierheimleitung gibt es aktuell keine Aussagen. Die warten aktuell darauf ab, oder die Aussage vom Anwalt versucht er, Akteneinsicht zu beantragen, um danach Stellung zu nehmen, was genau Sache ist. Lisa Lehrreter ist die neue fränkische Weinkönigin zum 66. Mal. Ja, die Krone hat eine 24-Jährige im Landkreis Aschaffenburg bekommen. Die Weinkönigin hat gegen drei andere Teilnehmer gewonnen und hat in ihrer Amtszeit rund 400 Termine, die sie wahrnehmen muss. Ja, genauere Sachen bekommt ihr beim BR. Ja, das war die Weinkönigin in Franken. Im Landkreis Coburg stehen zwei 15-jährige Schüler unter Verdacht, einen Fake-Account zu erstellt zu haben, gegen den Rektor der Schule wurde er eben erstellt. Auf dem Account gab er verschiedene Sachen zu sehen, von na, wo war das hier? Rassistische Beiträge, die dann über den, ja, war übermittelt wurde, und viele andere Sachen. Die Polizei hat daraufhin die Ermittlung aufgenommen, wegen dem Kunsturheberrecht, der Verwendung von Kennzeichen, verfassungswidrige Organisation und Beleidigung, hat die Polizei die Ermittlung aufgenommen. Die Schüler sind auch vom Unterricht erstmal ausgeschlossen.
bis der Sachverhalt geklärt ist. Ein heftiges Sache wieder diese Woche. Ich wünsche euch einmal eine schöne Osterwoche. Wir sehen uns dann bei Ostermontag wieder. Bis dahin, macht gut, bleibt gesund. Wir sehen uns. Bye bye. Ciao.